Hallo, 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 hallo. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge No More Card. Die Karte ist ja richtig geil bei euch an. Ne? Da erzähl ich gleich, Leute. Erstmal joinen, ne? Erstmal rauf joinen und einfach direkt nach Warsville, ne? Einfach nach Warsville und los geht die Post und. Die letzten zwei Folgen, ne? Oh, das Feedback war gigantomato, ne? Das Feedback war gigantomato. Die Aufrufe, die Likes, wie ihr dabei wart, war richtig nice. Hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. War auf jeden Fall sehr toll und geil, das alles zu lesen. Ne? Hat mich immer wieder gefreut. Und jetzt gleich, ne? Geht's los. Mit einer weiteren Runde. Ich habe mir sogar ein paar Sachen aus der letzten Folge in Kommentaren rausgepickt. Nur ein paar. Die ich natürlich in dieser Folge beantworten auch werde, nebenbei. Aber erstmal möchte ich bitte meine Ruhe haben. Ja? Ich möchte bitte einfach mal in Ruhe. Die Sachen snacken hier, ne? So. Pa 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 pau. Pa 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 pau. Okay, wir haben leider nicht so viel geiles Stuff bekommen. Leider. Leider, leider, leider. Okay, danke. Jetzt haben wir doch schon besseren Stuff. Ich würde jetzt einfach gerne schon mal irgendwas töten. Einfach nur, um, ja. Ne, es macht einfach Spaß, Leute mit Schwertern zu töten. War der mit doof? Was? 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 Hat er mich das Wasser nicht gesehen? Der kleine Trottel. Wo renne ich eigentlich lang? Ich renne hier im Kreis. Voll dumm. Voll dumm. Voll dumm, ey. Voll dumm. Voll dumm bin ich. Sure. Voll dumm. Meine Augen tränen, weil ich so gewacht habe. Da muss ich gleich weinen. Habe ich einen Kompass? Nee. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Ich will einfach mal erstmal ein bisschen Gear haben. Ich möchte erst ein bisschen töten, bevor ich so auf die ganzen Themen auch eingehe. Ah! Ja, er hat sich leider geheilt. Der hatte Heiltränke. Diese Missgeburt. Den deabonniere ich. Den deabonniere ich, Leute. Den hate ich jetzt auf seinem Kanal. Ey, das geht gar nicht. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Ah, eine Sache, die zum Beispiel ich immer sehr bei mir intus habe, ne? Ist, Liebe. Quatsch. Ich bin jemand, der zum Beispiel sich ultra schnell aufregt. Das liegt einfach in meiner Art, zum Beispiel. Könnt ihr mal, was mich interessieren würde, ob ihr das auch seid. Also ich bin zum Beispiel jemand, ne? Der schnell richtig, richtig hier sauer wird und alles verprügelt und dann mit Stühlen tatsächlich tötet, ne? Nein, Quatsch. Ja, nimmt mir nur alles weg. Ah, nein, das Eisenschwert, nein. Nein, nein, ah, ich brauche mehr Zeug. Das wilde Krabbeln hier. Ah, wo ist? Ah, ich habe den Goldapfel nicht mehr bekommen. Oh. Ja, zum Beispiel bei Ego-Shootern. Da auch direkt. Da bin ich immer voll dabei direkt. Bam. Ah, da muss ich aufpassen. Der hat eine Angel. Obwohl, die hätte ich ja gerne, ne? Die hätte ich ja gerne. So, ich gehe mal ein bisschen neben regenerieren. Also zum Beispiel bei Ego-Shootern. Da bin ich direkt mal voll dabei. Raste aus. Und ja, das gleiche ist bei mir bei Minecraft. Ich bin eine Person, die dann schnell sich in Spiele rein vertieft. Ich vertiefe mich richtig in das Spiel rein und bin dann auch im Spiel drinne. Für mich ist dann auch Match immer, ja, dann immer, ja, töten, töten, töten. Machen, machen, machen. Ah, sterben, 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 weil ich zu dumm bin. Weil ich zu dumm bin und essen wollte und es nicht geschafft habe. Na, für ein Turnaround ist er leider zu weit weg. Wir leben noch. Nice.
Na, der sich dann natürlich da direkt rein versteift und zum Beispiel das total hasst dann. Wenn Leute dann irgendwas schreiben, wenn man gerade am Machen oder Kämpfen war und dann schreibt einer Nap, Noob, ah! Oder Bad. Hasse ich auch. Ich bin dann jemand, der dann auch direkt pumpig zurück antwortet. Einfach weil, ja, ich es im Moment auch lustig finde. Und dann, wenn die Person Bad schreibt, ne, diese Person die targete ich dann auch immer zu Tode. Also die ist bei mir dann auch immer unten durch. Heilige Macaroni, vielen Dank, meine Freunde. Die ist bei mir dann auch immer unten durch, wie gesagt. Und die targete ich dann auch über das ganze Spielfeld, einfach nur, um diese Person dann richtig in Rage zu bringen. Wenn die mich jetzt sehen, dann wissen, dann haben die Hex an. Okay. Weil ich bin geduckt, kann man mich, meinen Namen halt nicht sehen, ne? Wenn die dann mich jetzt direkt hier umgedreht und hier rein, wäre irgendwie ganz komisch gekommen. Jetzt könnten sie mich sehen, weil ich hier einfach nur in der Ecke hocke. Ja, ich bin jemand, der dann immer schnell raged, auf jeden Fall. Alter, Leute, ne? Wie viele kommen denn da auch immer? Da ist mir viel zu viel los. Ich warte einfach mal auf volles Leben. Ich darf da nicht immer reinstürmen direkt und einen auf dicken Max machen. Das ist zu riskant, Leute, ne? Da muss ich mal taktisch vorgehen. Ne? Und seid ihr auch Personen seid, die einfach schnell dann ragen, so, weil sie halt im Spiel drin sind. Ich bin so eine Person. Ja, aber ja klar, Hacker. So raste ich dann ungefähr aus. Ne? Das ist halt in mir drin. Nackt, im Eiswagen, nachts. Und, die Leute haben zum Beispiel, der Vorhausenmonster hat zum Beispiel in den Kommentaren geschrieben, warum bist du so cool? Das ist eine Frage, die mich auch eigentlich täglich beschäftigt. Ich sitze abends mit meiner Familie dann im Wohnzimmer und überlege, warum bin ich eigentlich so cool? Und bis heute am Ende auch keine richtige Antwort bekommen auf das Mysterium, warum ich so cool bin. Ist halt eigentlich eine schwere Frage. Manchmal habe ich wirklich stundenlang verbracht, damit zu überlegen, warum. Ich habe mir dann zum Beispiel auch mal ein paar Tage freigenommen, um einfach in Ruhe darüber nachzudenken. Ja. Im Endeffekt kam da nicht so viel bei raus. Ja. Selbst das Freinehmen und ein paar Tage darüber nachdenken hat halt nichts gebracht. Ich weiß bis heute eigentlich nicht, warum ich so cool bin. Also kann ich die Frage dir leider nicht beantworten, mein Lieber. Jo. Oh. Angel-Kombo FTW, ey. Angel, 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 ich liebe dich. Da kommen zwei Leute. Einer will mit Bogen schießen, der andere verfolgt mich. Da gehe ich lieber in Ruhe Abstand nehmen und ein bisschen Leben regenerieren, ne? Wie heißt der? Wie heißt der? Chroms, irgendwas. Können wir einen Turnaround machen? Oh no, können wir nicht. Ja, wenn er mich jetzt nochmal trifft, dann fresse ich einen Besen. Wie kann man so schnell hinter einer Person sein? Ohne Witz jetzt. Er stand rum. Er stand hinten. Hat noch geschossen. Das heißt, er muss in dem Moment stehen bleiben und schießen. Und ist dann hinter mir. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Der war... Das geht gar nicht. Es ist jetzt nicht, dass ich ihm das nicht gönne, aber wenn ich... Das sehe ich bei mir selber. Wenn ich mal verfolge und mit dem Bogen schieße, ist er doch schon Kilometer weit weg. Vor allem, wenn ich den dann noch hitte. Da kann ich doch nicht hinterher rennen. Das schaffe ich nie im Leben. Und der ist einfach hinter mir. Eine Sache, die ich nie verstehen werde wahrscheinlich. Vielleicht hat er heimlich so ein Speedhack rausgeholt. Was weiß ich. Ich finde sowas immer lächerlich oder immer unverständlich, wie das geht. Weil ich selber das nie hinbekomme. Dass ich auf einmal hinter einer Person bin, obwohl ich sie mit Pfeil und Bogen abschieße, sie dann noch mit Pusche und ich selber beim Pfeil und Bogen schießen ja stehen bleibe. Also. Mysterien von Survival Games. Ach, Leute. Ah, da kam wieder hier der Ehrgeiz, der Rage aus mir raus, der Ehrgeiz. Aber da ist halt eine. Also das sind so Sachen, die mich zum Beispiel in der Opfer beschäftigen. Wo ich dann auch ein bisschen. Das ein bisschen scheiße finde. Eine Kartoffel.
Wie hier nix ist, Leute. Wie hier nix ist. Ich hab mich verarscht. Wo ist überhaupt die Angel? Ich hab eine Angel rausgeholt, ich aus der Kiste. Wahrscheinlich wieder weggebackt. Oh. Weggebackt ins Inventar von anderen Leuten, ne? Ah. Na. What? Ich hab den nicht mal getroffen. Ich hab den doch nicht mal gehittet. Hä? Woran ist der Typ jetzt verreckt? Ich hab den ja nicht mal gehittet. Ich hab den doch nicht mal gehittet. Ich bin perplex. Ich bin so perplex. Was mache ich? Warum töte ich Leute, ohne sie zu hitten? Und dann töte ich einfach noch den Typen mit Rüstung, obwohl ich gar nichts habe im Prinzip. Richtig creepy, Mann. Ja, hack ich schon wieder? Habe ich schon wieder Hacks an, Leute? Oh, ich habe wieder die Hacks an. Oh, Mann, ärgerlich. Ich hätte gedacht, ich habe die heute ausgemacht. Oh, Mann. Nee, das ist aber wirklich gerade richtig komisch. Vielleicht bin ich ja verbuggt. Das wäre lustig. Nein, Quatsch. Aber. Nächste Frage. Von Herr. Ne, was? Walkman 049 2.0. Ich habe mal noch eine Frage. Was hältst du von Leuten, die unter. Passt auf, Leute. Unter. Muss man eben das richtig schieben. Was hältst du von Leuten, die unter deinem Video schreiben, zum Beispiel fettes Opfer? Die das vielleicht von Flame Pandas. Das Slow-Mo gesehen haben und dann denken, sie müssen nicht beleidigen. Ja, ist nicht so geil. Oh, er hat sein Grab geschaufelt, wenn ich jetzt mal hier runterkommen würde. Weil da oben ist eine Sackgasse für ihn. Ja. Fettes Opfer und so. Ja, ich finde, diese Leute sind saure Gurken. Ja? Diese Leute sind einfach saure Gurken im Leben. Das sind die sauren Gurken des Lebens, diese Leute. Ne? Das sind die, die wahrscheinlich selber ungefähr 300 Kilo wiegen oder richtig hässlich sind und keine Freundin bisher geknallt haben. So wie ich. Ich habe zum Beispiel Milliarden Bitches mittlerweile durchgenagelt. Ne? Ich kann das gar nicht mehr zählen. Ich bin ein richtiger Banger, ne? Und die zum Beispiel gar nicht. Und das ist halt neidisch. Die sind dann halt neidisch, weil sie halt selber richtig hässliche Menschen sind. Oder es sind Macho-Prollos. Die denken, sie wären geil und toll und bekommen auch Bitches, ne, wie sonst was. Die dann aber auch immer rumheulen, weil sie auf einen Macho reingefallen sind, der sich natürlich nicht verändert. Und dessen Charakter einfach scheiße ist. Ne? Und das sind Leute, die bei YouTube Hater-Kommentare schreiben. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und diese Leute sind die sauren Gurken des Lebens und tun mir damit eigentlich schon ein bisschen leid. Ich selber find's natürlich lächerlich, dass man das machen muss. Oder als ein Zwölfjähriger. Ich gehe auf den Kanal dann und gucke. Und das sind Leute, die mit eine Stimme haben, als wenn ich den gerade in die Eier getreten habe. Ich verstehe die Leute auch nicht. Nee, gar nicht. Zum Beispiel, ja, das ist so meine Meinung. Das sind halt die Sauerbrocken des Lebens und die würden zum Beispiel im Real Life auch nicht eine große Fresse haben. Würde der vor mir stehen, würde er wahrscheinlich noch ein Autogramm wollen, so nach dem Motto. Aber dann in Kommentaren die dicke. Alter, habt ihr das, habt ihr diesen Sprung, habt ihr, was machst du denn? Nein, Goldapfel. Oh, habe ich nicht mehr bekommen. Fuck. Ach, Mann. Hä?
Ah, ich hab geworfen, falsch geschrieben. Hä? Ich hab geworfen, falsch geschrieben, ich Noob. Aber, ist doch kein GG. Wenn ich meine Waffe wegwerfe, weil ich dumm bin, und den Typen dann einfach schlage, also einfach, ich weiß nicht, warum ich meine Waffe weggeworfen habe. Wenn ich gegen einen kämpfe, der seine Waffe wegwirft, und ihn dann einfach töte, weil er keine Waffe hat. Es ist doch kein GG. Das ist kein GG. Man hat ja keinen vernünftigen Kampf gehabt, wo man GG schreiben könnte. Das ist eine Sache, die ich wieder behindert finde. Dass man GG schreibt, obwohl die Person, obwohl es kein GG war. Versteht ihr, was ich meine? Sowas habe ich auch oft erlebt. Dass Leute GG schreiben und es war einfach null GG. Hätte ich jetzt richtig einen epischen Kampf gegen ihn gehabt, wäre es GG gewesen, natürlich. Aber so war das doch kein GG. Da müssen die Leute mal den Unterschied merken, was ein GG ist und was nicht, habe ich das Gefühl. Ist auch nicht so, dass ich denen das nicht gönne, aber es war auch kein verdienter Sieg in dem Moment, wenn die Person auch keinen vernünftigen Kampf hatte im DM. Das ist halt kein GG. Das soll jetzt auch kein Hate sein, aber ihr versteht meine Ansicht, meine ich damit, oder? Hier in dem Format rede ich auch gerne über meine Ansichten, aber ihr versteht auch diese Ansicht, oder? Dass das eigentlich kein GG ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob für euch diese Situation GG war. Dann schreibt sie einfach mal in die Kommentare. Meine Meinung würde mich jetzt hier interessieren, ob das für euch ein GG war oder nicht. In dem Falle. Für mich wäre es in dem Fall kein GG gewesen. Ja, ne? Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Herr Faugind hat gefragt oder geschrieben, dass hier eine Truhe ist. Nein, Quatsch, hat er nicht. Der hat... Hast du schon ein paar Ideen, was du als nächstes zocken würdest? Also kein Minecraft-Projekt. Nein. Nein. Habe ich nicht. Habe ich noch keinen Plan gemacht, Leute. Ja, eigentlich habe ich keinen Bock, den zu verfolgen. Der hat ja auch nichts. Ich will gerade, wo ich hingehe. Mein Kompass zeigt, ob ich nicht will, nicht gegen. Ich will den nicht verfolgen. Wo könnten wir jetzt hin? Da hinten ist, glaube ich, auch nichts, wenn mein Kompass da auch nicht hinzeigt. Doch! Ne, ich habe noch keine Ahnung, was ich als nächstes mache, außer Minecraft. Also, nach Bernd. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich hoffe, damit ist seine Frage beantwortet. Ich finde es auch mal, wenn man dann irgendwie sowas sagt, so, ja, das war voll scheiße. Bin gerade von dem Typen fasziniert. Der wahrscheinlich einer der tollen Feuerzeug-Spammer-Noobs ist auf dem Gommes-Server. Weshalb ich dafür wäre, dass das Feuerzeug ja die Ticks einfach runterbekommt. Von 60 vielleicht auf 5 bis 15. Da müsste man... Wie viel hat er denn schon gespammt? Das Teil hat 60 Ticks und das ist einfach kaputt bei ihm. Da lief diese Missgeburt. Kann ich dir noch anschreiben? Das war lächerlich. Schade, kann ich nicht. Das war lächerlich. Feuer spammen und dann liefen. Weil man dann denkt, oh mein Feuer. Alter, das war richtig, richtig lächerlich gerade. Leute, was sind das hier für Noobs gerade? Die sowas machen. Naja, Das war knapp. Übersicht machen, danke. Also deswegen wäre ich dafür, dass zum Beispiel auf jeden Fall das Feuerzeug genervt wird. Das ist einfach zu OP. Dass man halt so viel spammen kann. Deswegen, ich würde es voll feiern, wenn das zum Beispiel auf 5 bis 15 reduziert wird.
Da ist das Vollzeug noch vorhanden, aber man müsste halt überlegen, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Am schlimmsten ist das zum Beispiel im DM, wenn man dann einfach Feuerzeug-Spam tut, wie so ein Mongo. Wenn man dann 1 gegen 1 macht, das ist auch richtig schlimm. Wenn er aber überlegt die Ticks setzt, weil er nur 5 bis 15 hat, das wäre zum Beispiel viel cooler. Da hat das auch wieder ein bisschen mehr mit Skill dann zu tun, dass man überlegt, Feuerzeug setzt. Würde ich zum Beispiel sehr feiern. Ja. Also, ne, wie gesagt, wär auf jeden Fall cooler. Wird auch immer meine Meinung sein. Es ist keine Taktik, FNS zu spammen. Nein. Da ist schon wieder der Typ. Papp. Ah, nur eine Kettenhose. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich lese mal die nächste Dings vor. Mimi Young schreibt: Hey Mr. Moore, ich wollte fragen, welches Programm zum Schneiden du und Aufnehmen benutzt. Tatsächlich benutze ich aktuell zum Aufnehmen nicht Fraps, sondern OBS, also Open Broadcaster, das Livestream-Programm. Und dann bearbeite ich das Video noch im Nachhinein, wenn ich was bearbeite, mit Adobe Premiere Pro. Jupp. So meine aktuellen Programme, ja. Naja, ja. Damit du Bescheid weißt, liebe Mimi Young. Und vielen Dank fürs Gucken bei der Videos, Mimi Young. Ich liebe dich. Lass uns Kinder gebären. What? Irgendwo im Haus muss einer sein. Woher weißt du das, Mr. Moore? Weil mein Kompass hier so behindert rumzeigt. Aber wo? Habe ich einen Bogen? Nein. Ernsthaft jetzt? Ah, ich habe keinen Bogen. Ah. Das ist voll nervig. Das ist richtig ärgerlich. Mann! So. AR Dämon schreibt: Moa, kannst du mal ein PvP-Texture-Pack rausbringen? Nope. Ich habe einfach mal einen Haltrag geworfen: YOLO, Mauder, Dolo. Mir selber ein eigenes Texture-Pack richtig zu erstellen, wäre mir selber viel zu anstrengend, glaube ich. Ich habe jetzt mein modifiziertes Texture-Pack nur immer, wo ich selber Sachen dran gemacht habe. Was ich aber nicht rausgeben darf öffentlich, weil das will ja keine Copyright-Verletzung machen oder so, haha. Und stricken an denen. Viele fragen manchmal, warum man so das T-Shirt an, weil das cool ist. Ich habe das auch jeden Tag an. Na, Spaß. Nicht jeden Tag, außer es ist in der Wäsche. Ja! GG, ein halbes Herz. Das war GG. So. ja, das haben wir im Taschenfeld, glaube ich, dann erzählt. Ja. Das war soweit. Eine weitere Folge. No More Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ich so, ja, wenn ja, dann lasst doch wieder eine Bewertung da und einen Kommentar. Ich würde mich tierisch darüber freuen und abfeiern, wenn das weiter so toll ist. Ich hoffe, euch gefällt das Format, wenn ihr einfach so freischnauze auch meine Meinung erzähle und rede und PvP mache und dabei rage über die anderen Menschen. Weil ich einfach so, ich bin einfach jemand, der raged. Ne? Ja. Bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.